Wegen Corona leider mit halbjähriger Verspätung erleben wir heute mit Sicherheit die feinste Preisübergabe in der bereits 22-jährigen Geschichte vom Motivationspreis Thurgauer Hüpfel. Und wir als Jury haben mit der dreijährigen Auswahl ebenfalls mit Sicherheit eine überaus verdiente Preisträgerin ausgewählt. Liebe Anwesende, mit dem von den vier Partnern, der Industrie- und Handelskammer Thurgau, dem Thurgauer Gewerbeverband, der Thurgauer Kantonalbank und dem Departement für Inneres und Volkswirtschaft im Kanton Thurgau treibt der Motivationspreis, werden Unternehmen, Gemeinden, Verbände und andere Organisationen ausgezeichnet, die mit herausragenden und einzigartigen Leistungen den guten Ruf vom Kanton Thurgau über Kantonsgrenzen aus verbreiten. Gottlieber Spezialitäten AG erfüllt diese Kriterien zu 100%. Überlegen Sie mal, was hat gemeinsam Luxemburgerli, Hamburger, French Dressing, Frankfurterli, Wienerli, Spaghetti Bolognese, Penne Napoli, Pizza Hawaii. Und alle nichts tun mit dieser geografischen Bezeichnung, alles Fake News. Und dann gibt es die löbliche Ausnahme. Die löbliche Ausnahme, Authentizität, Gottlieber Leute. Das wird echt in Gottlieber produziert. Zum Held nehmen wir den, der immer geschuld ist, wenn es falsch läuft. Der wird sicher auch geschuld, wenn es ein Erfolg ist. Das ist der CEO, der Dieter Bartmann. Aber natürlich hat er den Erfolg nicht können alleine wirken. Es braucht immer ein Team. Es braucht immer ein Team. Der Motivationspreis landet am richtigen Ort. Er landet bei der richtigen Mannschaft. Nicht, dass die Mannschaft Motivation bräuchte, aber so einen zusätzlichen Boost hat noch nie geschafft. Ich möchte der Jury gratulieren, dass sie den Abcatch die Öpfel, was in Zürich hätten wir einen ganzen Öpfel gegeben. Aber auch da könnte es durchgehen, noch lieber für Zürich. Also vor allem New York hat ja einen grossen ganzen Öpfel. Der Öpfel vom Gottlieber-Team gemacht. Es ist absolut der richtige Ort. Und um die Leistung zu messen, ist eben Zürichdeutsch eine schwierige Sprache. Weil, wenn man Komplimente auf Zürichdeutsch macht, dann sagt man, ist recht. Ist nicht schlecht. Kann man nichts sagen. Das ist ganz schlimm, oder? Was in Amerika, ich zitiere mich aus dem Süßen, was auch du. Awesome. Gratuliere, Gott liebe Hüppe, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Geschätzte Gäste, im Namen der Jury und als Jurypräsident darf ich heute den Thurgauer Hüpfel übergeben.
Und das mache ich besonders gern, weil kaum in der Geschichte von dem ganzen Thurgauer Motivationspreis hat es eine Firma, wo ich so viel Kindheitserinnerung habe, wie es auch der Brunner bereits schon gesagt hat, wie bei mir. Dort, lieber Hütte, kommen heute genauso gut an wie dazu. Die gross und klein. Und das zeichnet nach mir auch Preisträgerin aus. Es gibt kaum ein Unternehmen, das so viele positive Kundenerlebnisse schaffen tut. Und dabei Tradition und Moderne verbinden tut. Jetzt darf ich dir, lieber Dieter, den Thurgauer Äpfel überreichen. Komm doch bitte rasch rauf. Dieter, du bist nicht nur Chef und Mitinhaber von der Gottlieber Spezialitäten. Du bist auch ein Thurgauer mit Unternehmergeist und Traditionsbewusstsein. Also beste Voraussetzungen, um die Erfolgsgeschichte von der Gottlieber Hüppe weiterzuschreiben. Bleib mutig und kreativ. Bring auch in Zukunft innovative Produkte auf den Markt, wo die traditionelle Backkunst mit modernen Trends verknüpfen tut. Und so bin ich sicher, so bleiben Gottlieber Spezialitäten so beliebt wie eh und je. Und bei mir hast du einen Fan schon seit 50 Jahren. Und jetzt im Namen der Jury gratuliere ich dir und deinen Mitarbeiterinnen ganz, ganz herzlich zum Preis vom Thurgauer Äpfel. Die Vorredner haben es eigentlich richtig gesagt und auch Martin in seiner Laudatio. Es ist nicht mein Preis, so lässig wie es tönt, aber es ist der Preis von der Firma. Ich denke, der Preis gehört auch den Leuten, meinen Vorgängern und Vorgängerinnen, die die Firma gegründet haben, die ein enormes Stück Leistung in die Firma gebracht haben, auf und abs haben. Da ist nichts Glanz und Gloria hindurch, sondern es wird krampfen. Und da sind ganz ein Haufen Leute, die hier Anteil haben, von all denen gehört der Äpfel. Und ich bin auch froh, dass ich einen kleinen Anteil dazu tun durfte. Ein Motivationspreis, den kann man immer brauchen. Und gerade auch bei uns, Motivation ist wichtig. Und wem braucht man Motivation? Eigentlich nur, wenn man ein Ziel erreicht. Also mal so ein schönes Ziel anzeigend. Und Motivation ist so ein bisschen der Weg zum Ziel. Und die geht dann mal rauf, das kennen ihr alle auch, man ist mal im Höch und man ist mal brutal im Tief unten, wie es Martin auch will sagen. Aufstehen, Blut ausspucken, weiterrennen und man kommt wieder rauf. Und gerade in so einem Täler bringt man so einen Preis unheimlich viel. Und wenn erreicht man das Ziel, dann wissen ihr alle, und wenn erreicht man das Ziel sicher, nur dann, wenn das Herz an dem Ziel liegt. Und wenn man das Herz an das Ziel bindet, dann erreicht man alle Ziele. Und ich glaube, unsere Mitarbeiter haben wirklich alles Herz an diesem Produkt, an dieser Firma. Und darum erreichen wir Ziele. Das ist ein Lieblingsbild von mir. Immer wenn man das Herz an etwas hängt und den Weg geht, dann weiss man, ob man erreicht ihn. Manchmal erreicht man mit Umweg und manchmal erreicht man irgendwie auch, aber etwas anders, als man gedacht hat. Das haben wir auch müssen feststellen. Manchmal muss man kreisen rundherum, bis man dann ankommt. Aber da würde ich ganz herzliches Dankeschön sagen. Ihr kennt es vielleicht auch die aus all diesen Diskussionen und Sorgen und Freuden, die man hat, entsteht immer viel Neues, entsteht viele Ideen und die kommen vielfach auch vom Umfeld. Und in meinem Fall kommt es von meiner Frau ganz einen Haufen und auch ihr würde ich ganz herzlich danken. Ich weiß nicht mehr, wo sie hockt. Ich habe die gute Aufgabe gefasst, in dem Moment, wo schon alles gesagt ist, noch den Abschluss zu machen. Geniessen Sie, noch miteinander, dass wir miteinander uns austauschen können. Danke vielmals, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen allen zusammen. Jérôme Mückler, neuer IHK-Direktor. Eigentlich ein schlechtes Einstiegsjahr erlebt. Das war doch ganz bestimmt erstmal schon eine Herausforderung im Corona-Jahr, jetzt überhaupt irgendwas zu planen oder zu machen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass mein erstes Jahr in der IHK habe ich mir anders vorgestellt. Ich muss im Nachhinein sagen, es war kein schlechtes Jahr gewesen. Es war ein gutes Jahr, ein spannendes Jahr. Wir haben viel Neues ausprobieren und wir haben uns als Verband, glaube ich, können anders positionieren. Wir haben wirklich Verbandsarbeit können machen in der schwierigen Zeit, gerade am Frühling. Von dem her ist, würde ich sagen, dass alles als Verband eine interessante Zeit gewesen. Jetzt stand der Thurgauer Apfelgewinner schon längere Zeit fest, allerdings durch Corona jetzt verzögert erst die Preisverleihung. Jetzt haben wir die gerade gesehen. Sind Sie zufrieden? Es waren zwar jetzt alle mit Masken, aber sind Sie überhaupt froh, dass es heute hat stattfinden können? Ja, also ich finde, es ist ein wunderschöner Anlass bei sensationellem Wetter. Der Anlass findet typischerweise im Frühling statt, oder im Sport im Frühling. Und wir mussten immer das weiter hinterher schieben und haben gehofft, dass das wettermäßig im September gut ist. Es ist perfekt. Von dem her passt alles zusammen. Ist es denn nun ein Anerkennungspreis oder ein Motivationspreis? Weil Motivation braucht die Firma eigentlich nicht. Die stehen gut da, die haben ein motiviertes Team. Ist es nicht eher ein Anerkennungspreis? Er heißt Motivationspreis und nicht Anerkennungspreis. Und ich glaube, es ist zur Motivation auch, das hat Dieter glaube ich schon gesagt, weiterhin aufrechterhalten für etwas Gutes. Und es kann eine Motivation sein für andere, um dem Beispiel nachzukommen und zu sagen, mal, ich möchte auch für den Thurgau ein Leuchtturm sein oder ein Unternehmen, das darüber ausstrahlt. Insofern glaube ich, Motivationspreis passt gut. Doch noch eine letzte Frage. Wie leicht oder wie schwer ist es, jedes Jahr einen Gewinner zu finden, jemanden zu küren, der diesen Preis bekommt? Die Liste ist lang. Das ist immer eine sehr intensive Sitzung. Also insofern ist es nicht leicht, weil wir haben einen Haufen verschiedene gute Unternehmen im Thurgau. Also es braucht ein Zeit, bis man es rausgefiltert hat. Und ich sage, das Unternehmen entwickelt sich auch unterschiedlich. Aber am Schluss des Tages, glaube ich, finden wir immer einen guten Gewinner oder eine gute Gewinnerin. Herzlichen Dank, Jürgen Mückler. Sehr gern. IHK-Direktor. Danke für Merci. Mal. Herzliche Gratulation, Dieter Bachmann mit dem Thurgauer Apfel. Sonst Hüppen in der Hand. Jetzt, wie schwer ist denn dieser Apfel? Wie schwer ist denn dieser Preis? Also, ist wie 1000 Hüppen. Es ist sehr schwer. Es wiegt schwer auf den Händen. Fällt jetzt eine Last von dir? Du bist seit langem als Preisträger bekannt. Wie zufrieden oder unzufrieden bist du? Ja, man kann nur zufrieden sein. Ein Haufen tolle Leute, die gekommen sind, ganz gute Gäste, freue mich riesig. Und jetzt ist so die Pflicht durch, jetzt kommt noch die Kür mit der Betriebsbesichtigung und so bin ich froh, ist alles gut gelungen. Eigentlich machst du da nicht alleine das Rennen, sondern es ist Teamarbeit. Die Motivation muss im Team sein und mit ganz viel Herz und Liebe und Leidenschaft. Was kannst du anderen Unternehmern hier im Thurgau mit auf den Weg geben, damit das auch innerhalb dieser 12 Jahre vielleicht bei denen gelingt? Also ich würde mir nicht anmassen, irgendwelche Tipps geben, weil einfach das, was wir jetzt gemacht haben, hat bei uns funktioniert. Vielleicht sieht es in 2 Jahren wieder ganz anders aus. Im Moment haben wir gute Phasen. Es freut uns riesig und sie haben recht. Es ist natürlich Teamarbeit, der Preis gehört vor allem den Mitarbeitern und auch den Vorgänger und Vorgängerinnen, die die Firma geprägt hat. Also ich bin ein kleiner Teil davon, aber freue mich trotzdem. Dann heute eine schöne Feier. Nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Also, Dankeschön. Merci.